Der Spieler mit dem härtesten Bums kommt aktuell aus Nürnberg. Alexander Eswein bringt es auf 121,3 km/h. Oliver Sorg vom SC Freiburg und Esweins Mannschaftskollege Hanno Balic folgen auf den Plätzen 2 und 3. Mit unserer Sky-Messanlage im Gepäck ziehen wir weiter in Richtung Rheinland-Pfalz. Nächster Halt, das Trainingsgelände von Mainz 05 am alten Bruchwegstadion. 89 Stundenkilometer an die Latte. Nächster Latte, auch in Mainz gilt, das Runde muss ins Eckige. Bälle reinhauen, eine Aufgabe für einen Stürmer. Sean Parker, Nachwuchstalent und bislang nur in der Reservemannschaft der Mainzer eingesetzt, schafft es auf Rang 3. 114,4 km/h für Parker. Er ist eine feste Größe im Team der 05er. Gestatten, Jan Kirchhoff. Für den U21-Nationalspieler messen wir 116,4 Stundenkilometer, Platz 2 im Teamranking. Der erste Platz in Mainz geht an einen, der kurz nach unserem Dreh noch auf den letzten Drücker an den 1. FC Köln ausgeliehen wurde. Die Rede ist von Anthony Ucha. Was für ein Bums! 123,8 km/h für Ucha, Platz 1. Das war Anthony! Von Nigeria, von Afrika. Ey, Tony, brutal. Ucha zieht an Alexander Eswein und Oliver Sorg vorbei, liegt jetzt klar vorne. Da der Stürmer an den 1. FC Köln nur ausgeliehen ist, führen wir Ucha in unserem Ranking weiterhin als Spieler von Mainz 05. Als Team kommt der FSV an Nürnberg und Freiburg aber nicht vorbei. 111,3 km/h im Schnitt, Platz 3.